Ja, müssen wir jetzt nur noch hier drüben hier irgendwie was machen. Ich stelle hier aber mal kurz hier das Klappbett auf. Die Erde muss ich loswerden, genau. Na, und mit der Erde, mit dem Bett in der Hand schläft es sich einfach wesentlich besser. Es ist voll nachts, es ist voll nachts. Oh, komm schon. So viel Tag ist nun auch nicht mehr. Kleine Heulsuse von einem Tag. Natürlich muss der jetzt ankommen hier. Hier, fettes Earthquake hier. Ich will mit dir nicht Quake spielen, sondern Earthquake. Was war das da? Da war doch jetzt gerade irgendwas Rotes hier. Ich hab dich gesehen. Ich will wissen, wer oder was du bist. Ah, du bist hier wie ein Boss-Pokémon, ne? Das ist ja fein, das ist ja fein. Machen wir dich mal fertig hier. Lauf aber nicht weg. Komm schon. Komm schon. Ja, geht doch. Geht doch. So, machen wir es kurz platt hier. In der Hoffnung, es macht uns nicht zuerst platt. Das ist jetzt Bodengestein-Dingens mit Feuer. Also jetzt nicht unbedingt eine Flugattacke einsetzen. Nehmen wir halt weiterhin Twister. Wir haben sowieso im Moment keine andere Wahl. Weil, glaube ich, irgendein Item-Trick, das ihn dann mit der Attacke stärker macht, wenn wir halt die erste Attacke ausgewählt haben. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Item ist, das er jetzt trägt. Aber er trägt es. Der Dragoran hier. Und es verhilft ihm auch zum... Es verhilft ihm auch zum Sieg hier. Was kriegen wir jetzt Schönes? Kriegen wir einen Goldhammer. Energy Ball. Cell Battery. Das ist das einzig Wichtige, wie ich finde. Kommt das mal weg. Das mal weg. Und dann nehme ich hier die TM kurz mit. Und dann weiter. Einfach mal weiter im Text. So, dann kann ich doch jetzt hier bestimmt auch mal ein Ründchen pennen gehen. Wo ist denn jetzt mein Plateau, das ich jetzt gerade geterraformt habe? Ist einfach weg. Oder nicht? Ich habe hier doch gerade noch geterraformt. Wo ist denn das jetzt? Ach, hier. Null Orientierung. Das kann ja heiter werden. Das kann ja richtig heiter werden. So. Hier haben wir hier Pummelow-Vorentwicklung hier. Können wir mal gucken, ob wir das hier gleich fangen können, falls wir es noch nicht haben. Aber ich meine, wir haben es. Aber lieber nachgucken, als gar nicht geguckt. Hinterher nur ärgern, warum hast du es nicht gefangen und so. Ja, flufft euch zu Tode. Flufft euch. Mehr fluffen. Fluffy. Tu so Fluffy. Epischer Bitchfight hier. Gegner schenken sich nichts und sie machen auch keinen Schaden. This is Fluffy Luff. It fluffs. It fluffs you to death. Glaube ich. Hoffe ich, damit wir hier mal weiterkommen. Natürlich muss der mich jetzt attackieren. Ist doch nicht wahr. Wird der erstmal ordentlich attackiert hier. So, da ist Fluffel, Iggy, Puff, tot. So, das hat dein Hänger wieder. Einfach mal abhängen. Würdest du mal bitte angreifen? Danke. Okay, wir haben es schon. Okay. Dann können wir auch wieder abzischen. Ja, dann ist das nicht von Interesse. Wir machen es hier kurz tot. Einfach weil, sonst können wir wieder nicht weglaufen, weil es besteht unbedingt darauf, geknechtet und gequält zu werden. Aber bei dem Aussehen würde ich mir das auch wünschen. Oh, Moment, ich habe dieses Aussehen. Naja, nicht ganz. Aber fast. So. Hätten wir das. Machen wir nochmal kurz so ein bisschen Terraforming, wo wir gerade hier so rankommen. Haben wir das nämlich auch schon erledigt. Wir können jetzt tatsächlich hier mit dem Bau so ganz grob beginnen. Das wird bestimmt mega episch und toll und keine Ahnung was. Ich setze mich mal kurz anders hin hier. So. Dann funktioniert das nämlich auch schon viel besser. So. Ich weiß halt ehrlich noch nicht, wie ich jetzt hier bauen und Pokémon-Training alles unter einen Hut kriegen soll. Bis Samstag jetzt auch noch. Bis Sonntag. Aber irgendwie wird das schon. So. Angenommen, wir haben dann hier keine Werkbank.
Machen wir uns immer eine Werkbank. Ne? Weil, ist besser. Mach ich mal so. Mal den hier. Setz das irgendwo hier mal hin. So, dann muss ich kurz gucken, wie sind denn jetzt hier Quarzsäulen? Nein. Nein. Keine Ahnung. Muss man die anders machen? Ich weiß es nicht. Quarzsäule, da haben wir es ja. Können wir ruhig hier aber die hier so verwursteln. Das ist so nicht verkehrt. Dann können wir schon mal den Ofen bauen. Mit den unglaublichen Pflastersteinen, die wir uns hier gemobst haben. Wie so viele Items, die wir uns so generell mobsen hier. Mops, 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 mops. So, dann kommt da einfach mal die kacken 30 Kohle rein, die ich mir auch geklaut habe. Und dann da schön drauf der Pflasterstein. So, während das da brutzelt, machen wir mal den Eingang hier. Zack. Dann ist das... Machen wir auch mal eine Stufe hier, die ich mir noch bauen müsste, weil, ne, ist besser. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Nein, von denen brauchen wir sowieso sehr viele später mal. Weil ca. 90% des Daches wird daraus bestehen. So. Kommt das halt hier so hin. Und dann kommt halt dann die Tür. Die Tür ist einmal in einer Zweierhöhe. Dann kommt hier noch Glas hin. Und dann kommt ein komisches Treppenkonstruktion dahin. Ja. So ähnlich. Ne? Hier dann halt alles ausgelegt mit echten Fichtenholz Laminat. Soll ja auch für die Ewigkeit halten. Oder zumindest einigermaßen. Dann muss ich immer wieder dahin. Hab wie immer keinen Platz im Inventar. Kennt man ja schon. So, machen wir kurz den hier. Pack den hier hin. Jo. Wird schon. So, du dahin. Passt. Glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe, es sieht da mit der Tür da drin nicht so schlimm aus. Vielleicht lassen wir auch einfach mal die Tür weg. Ich weiß es nicht. Ja. Ne? Gut. Das ist das. Da haben wir hier die Quarzblöcke. Die machen wir jetzt hier einfach mal. Zack. 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 Fürs Erste. So, hier unten kommen dann halt Stein-Ziegel-Gedönsdingens hin. Wenn ich Platz hätte und so. Wir müssen uns definitiv eine Truhe machen. Jetzt kommen wir ja nicht wirklich lange voran. Hier lege ich mal kurz das Holz weg. Nehmen hier das hier, das hier, das hier so. Mach den hier einfach mal hier so hin. Zack, kommt das hier mal kurz rein. Alles, was ich jetzt nicht so dringend brauche, die Fichtensitzlänge werde ich hier einfach mal in die Gegend platzieren. Damit ich hier immer einen reichhaltigen Vorrat an Fichtenholz bekomme. Ja, ja, es wird schon hier wachsen. Auch wenn es nicht ihr Naturgebiet ist, aber der Boden reicht gerade dafür aus. So. Dann kann das da rein. Und dann machen wir uns hier ganz kurz... Ja doch, hab ich. Aber den hier. Und den hier. Und dann halt den grauen Farbstoff da rein. Ich brauche definitiv mehr Lehm, so früher oder später. So. Was ist das? Es kommt dann nämlich... Wir brauchen mehr Fichtenholz. Wir brauchen mehr von allem. Mehr. Need more. Nee. Wo kommt das da so hin? Es muss noch ein höher. Kann es sein? Es kann sogar sehr gut sein. Kommst du halt mal weg. Bauen wir uns hier mal kurz hoch. Ist jetzt kein Akt. So, dann kommt eine Säule da noch drauf. Hier noch drauf. Und wieder ab nach unten. Muss die Glasscheibe jetzt tatsächlich hier oben drüber. Dann können wir die Tür auch tatsächlich weglassen. So. Dann kommt da dran, wenn es mich lässt hier. Hier ein paar Fensterscheiben dran. Hier dann wieder so ein bisschen Holz.
Gut. Und als Wände, als normale Wandfarbe, benutzen wir dann hier einfach mal, weil ich es bin, diesen wunderschönen grauen Lehm. Ne? Also Betonung auf wunderschön. Hier drüben mache ich mal den hier. Mache ich hier dann auch wieder so ein Dreierfenster hier. Im Moment kann man noch nicht wirklich viel erahnen, wo das halt früher oder später hinführt. Ne? Aber niemand hat gesagt, dass ihr das jetzt auch schon wissen müsst, ne? So. Hier auch nochmal Fensterchen dran. Hier kommen tatsächlich zwei Fenster einfach mal nebeneinander. Ja, kann man machen. So, und dann kommt hier die tolle graue Wand hin. Jo. Hier der Quarz dann halt hier drunter gesetzt, wie auf der anderen Seite auch. Und hier kommt dann jetzt eine Säule hin. So ungefähr. So, ich warte jetzt immer noch hier auf die Steine, dass die hier einigermaßen mal fertig werden. Aber nö, ich habe ja auch so viel Gedönsdingens wieder im Inventar. Hier Eisenbahn können wir mal kurz da rein. Ja, nehmen wir die schon mal raus. Machen hier draus. Haben wir den hier. Haben wir diese Ziegelsteine. Damit wir die schon mal dekorativ hier irgendwo hinsetzen können. Total dekorativ, so wie ich halt bin, ne? Total dekorativ. Ich bin auch immer dekorativ. Stellt mich einfach in die Wohnung, ich bin voll dekorativ. Nein, tut es nicht. Ihr werdet es bereuen. So, das ist das. Dann nehme ich hier mal kurz so einen Erdklumpen zur Hilfe. Damit wir hier besser an die Ecke bauen können. Wir brauchen hier im Fall hier so ein Dings, wenn ich dann hier mal hochkommen würde. Also es wird jetzt sehr, sehr in Anführungszeichen lustig, hier alles zu bauen. Ne, weil nicht Creative Modus und so. Aber so, jetzt, wir kriegen das hin. Alles wie immer eine Frage der Zeit und der Geduld. Ihr müsst davon viel haben, ich noch mehr. So. Ja, ist richtig. Ist richtig, ja. Und hier kommt jetzt keine Quarzdingens nach unten, sondern da ist einfach nur unten dann die Steinziegelschicht. So ungefähr. Ja, also teilweise bin ich noch nicht hundertprozentig von meinem ganzen Konzept hier begeistert. Begeistert. Und nehmen wir jetzt wieder hier unser tolles Gedönsdingens. Packen ein dahin. Und dann kommen hier einfach mal drei Fenster ran. Und natürlich auch hier am Rande einfach mal. Ja, super. Wenn ich mich mal nicht verbauen würde und so, dann klappt das auch. So, was haben wir denn noch hier, was wir jetzt hier einfach mal hinsetzen können? Ja, Schwarzpulver will ich nicht loslassen, Feuerzeug schon gar nicht. Packen wir mal jetzt Zellbatterie hier rein, was soll's. Einfach nur, damit ich das Bett hier aufnehmen kann. Damit ich das wiederum hier irgendwo hinpflanzen kann. Damit ich dann wiederum die Batterie nehmen kann, damit ich dann mit der Batterie in der Hand hier einfach mal pennen kann. So. Und jetzt, da ich jetzt einfach mal gepennt habe, kann ich jetzt auch schon wieder eine Aufnahmepause machen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zurück zu Pixelmon Reloaded und vielleicht dann halt mit tollen Antworten von euch, was wir jetzt machen sollen hier im Pixelmon. Und ja, wir sehen uns, wie gesagt, ne, und alles wird gut, ne, habe ich gehört. Ich glaube zwar nicht dran, aber ich habe davon gehört. Ich weiß nicht, ob das eine Band ist oder ob man das essen kann, aber ich habe davon gehört. Ne, und ja. Na, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.